Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir, Jungfrauen, deine aktuelle Energien mal mit dir analysieren. Was ist deine bewusste Energie, was du als bewusster Mensch wahrnimmst? Was sind deine unterbewussten Energien? Auch die Liebesenergien, Jungfrau für Singles und die, die in einer Konnektion sind. Auch wollen wir mal schauen, welche Energien du womöglich ändern dürftest, um ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Kurzum gesagt, Jungfrau, zu schauen, was aktuell bewusst und unbewusst in deinem Sein ist und zu schauen, was dürftest du unter Umständen ändern, okay? Jungfrau, du bist schon sehr redegewandt, wow, 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 die Energien von Jungfrau fließen. Leute, ich sitze heute hier in der Natur mal wieder, ich habe die Tage schon mal draußen gesessen, mir gegenüber ist eine einzige Blume, eine orange Blume. Ich weiß gar nicht, was das für eine Blume ist. Die ganze Wiese ist grün und es blüht nur eine einzige Blume. Ich mache euch später mal ein Foto. Jungfrau, wow, deine Energie basiert auf Freundlichkeit, aber auch auf Zerrissenheit. Etwas ist in Jungfrau, was sie aufschiebt. Jungfrau versucht, etwas zurückzuhalten. Einige Jungfrauen sind in Rebellation. Das heißt, einige Jungfrauen versuchen, eine Freiheit wieder zu gewinnen und setzen sich dafür ein, haben aber einen internen Machtkampf mit sich selber. Aufgrund dessen, dass Jungfrau versucht, es immer allen recht zu machen, ja, aufgrund, dass Jungfrau immer versucht, an ihrem Leben teilzuhaben, anderen Menschen immer Gutes zu tun. Also Jungfrau ist wirklich eine Göttin im Stierkreiszeichen oder Sternkreiszeichen. Das ist unglaublich toll. Ich liebe diese Jungfrau-Energien. Herzlichen Glückwunsch an alle Jungfrauen, die ihr schon Geburtstag hattet und die ihr noch Geburtstag haben werdet. Okay? Jungfrau, bewusst und unbewusster Natur haben wir hier Energien von Jungfrauen, die teilweise total in ihrer Freundlichkeit sind, in ihrem Element, in ihrer ganzen Pracht, ja, in ihrem ganzen Sein total im Aufblühen sind, die aber trotzdem ein Spagat mit Haushalt, Familie, Beruf, Kinder, Partner, Leben, interner Prozess am Durchführen sind, ja. Andere Jungfrauen von euch, seid ihr mal wieder was am Aufschieben, das heißt eine Transformation, die gerade am Start ist, die sich nicht verhindern lassen wird, die unglaublich wichtig ist, damit die Jungfrau wieder in ihre Kräfte kommt, damit die Jungfrau wieder klar vor Augen gehalten bekommt, was ist gut für dich, was ist nicht gut für dich, okay? Einige Jungfrauen seid ihr in einer extremen Selbstbeherrschung, ihr versucht etwas aufzuschieben, etwas zurückzuhalten, macht es nicht, ja? Die Energien bei euch, bewusst und unbewusster Natur, sind gerade, dass die geistige Welt versucht an dir zu wirkeln, um dir zu zeigen, befreie dich. Was auch immer dein Thema ist, Jungfrau, befreie dich, geh in die Leichtigkeit, erwecke dein inneres Kind, mache dich verantwortlich für den Teil, der dir zusteht, geh ins Selbstvertrauen, arbeite Thematiken auf wie Ängste, Familie, Beruf, Beziehungen, erlebte Sachen, Geschehnisse, raus aus diesen Energien, die du versuchst aufzuheben, aufzuschieben. Wie gesagt, andere seid ihr total in eurer totalen Energie drin, aber die Hauptenergie von Jungfrau ist, diesen Entwicklungsprozess, den du gerade machst, der ist unglaublich richtig und wichtig für dich, damit du in deiner totalen Totalität wiederkommst, ja? Hab wieder ein bisschen mehr Fantasie, Lebensfreude. Du hast so eine tolle Ausbildung vom Leben bekommen, ja? Die Engel sind um dich herum. Zapfe die Quelle deiner inneren Weisheit an, Jungfrau. Sei wieder eleviert an alle Jungfrauen unter euch, ja? Nimm diese Transformation an. Es ist ein Geschenk der geistigen Welt. Leute, ihr wisst, ich bin auch Jungfrau. Und ich bin durch sämtliche Prozesse hindurchgegangen. Wir transformieren jeden Tag. Aber es ist unheimlich schön, wenn wir loslassen, wenn wir uns fließen lassen, wenn wir einfach uns wirklich mal unsere Thematiken anschauen und diese Zeichen der geistigen Welt annehmen. Und diese Transformationen sind immer Veränderungen des Lebens, Jungfrau, die total richtig und wichtig und stimmig sind für dich, um vorzuschreiten, um an das Ziel zu kommen, in dieser Lebenssituation, wo du gerade sein möchtest, wo du dich wohlfühlst, okay? Und auch die geistige Welt führt dich dorthin, wo du hingehörst, Jungfrau, okay? Also lass dich fließen. Wir schauen uns auch gleich mal die Liebe an. Was dürftest du ändern? Du dürftest einfach ändern, wirklich das Leben einfach nur als Freude anzusehen. Die Vergangenheit loszulassen, Schmerzen, Familie, Freunde, Erinnerungen, Prägungen, alles, was dich belastet, alles, was du versuchst aufzuschieben, ja? Du dürftest die Energien ändern, die Vergangenheit aufzuarbeiten, zu lösen und wieder in deine Reinheit zu kommen. Den Schmerz dir nochmal angucken, die Bereitschaft zu haben, auf Reisen zu gehen, intern und extern. Du dürftest deine Energien hochschwingen mit Meditationen, mit Heilmusik, mit energetischen Arbeiten, ja? Mit Reinigungssachen, die ich auch in meinem zweiten Kanal bei Alena Spirituals Live schon bereits hochgefahren habe. Like, teilt, abonniert meinen Kanal Alena Spirituals Live, falls ihr noch nicht abonniert habt, auch Alena Tarot. Ihr bekommt in beiden Videos wirklich genau das, was in dem Moment dir gerade zu gut tut oder wonach deine Seele dich
dich gerade hinführt halt, ja. Leute, ich kann heute echt nicht sprechen, aber das ist Alaina, das zeichnet mich aus. Meine Schreibfehler, meine Art, mich auszudrücken, das ist einfach Alaina und ich lasse mich von diesen Energien leiten, weil in meinem Sein gibt es keine Einschränkungen, ja. Ich habe mich schon transformiert zu einem Menschen, der einfach so sein darf, wie er sein darf und das genieße ich und das teile ich mit anderen und das ist auch gut so, okay? Leute, schaut mal. Intern ist die geistige Welt an dir am Arbeiten. Guck mal, diesen Prozess, den du gerade durchlebst, Höhen und Tiefen, Rückzug, Ankommen, äußern, dich nicht äußern, wieder nach vorne schreiten, wieder zurück, etwas aufzuschieben, wieder anzugehen, ja? Also diesen ganzen Sachen werden extern geführt von der geistigen Welt, damit du eine Einheit findest, für dich selber einen Weg, um komplett wieder in deine Mitte zu kommen. Alles so, wie es ist, auch mit deinen Rückzügen. Jungfrau darf sein, damit du dich regenerierst. Das ist die Energie, die von außen kommt, die Energie der geistigen Welt. Intern solltest du dich einfach nur fließen lassen. Dich keinen Druck aussetzen, weder interner Natur noch externer Natur. Schau dir alle Thematiken an, schau dir alles an, was sich aufzeigt und geh alles ganz entspannt an. Das ist deine interne Energie, bewusst und unbewusst, einfach alles zu dem Rhythmus zu machen, wie du bereit bist, es zu geben, aber nicht lange auf die Bahn zu schieben, sondern es dir schon anzugucken, damit diese Transformation zu Ende gehen darf. Und damit du auch wirklich an das Ziel kommst, wo du hin möchtest, okay? Liebe, Jungfrau, liebe Singles, Singles, wie sind eure Liebesenergien? Ja, guck mal, Jungfrau Single träumt von einer Partnerschaft, Jungfrau Single träumt von einer Ex-Partnerschaft, Jungfrau Single sehnt sich nach einem Menschen, der ihr Geborgenheit gibt oder ihm Geborgenheit gibt. Es gibt Singles, die sind in einer Konnexion mit einer Seelen, mit einer Seelenpartnerschaft, obwohl ihr gerade Single seid, ja. Aber es gibt einige Jungfrauen unter euch, die, egal welche Transformation-Thematiken ihr gerade habt, in der Liebe euch fließen lassen dürft, weil eure internen Energie-Singles, Jungfrau Geborene heißt, träume von einer Partnerschaft, das ist okay, ja, arbeite deine Sachen alle auf, damit du weißt, wie du dich in einer Partnerschaft zu geben hast oder wie lange du dann halt auch weißt, glücklich zu sein in einer Partnerschaft und sobald du dann merkst, oh, hier passiert etwas, etwas ist nicht ganz koscher, dass du das dann sofort umändern kannst. Aber Singles, ihr träumt von einer Partnerschaft, viele von euch, ja, auch von einer Ex-Partnerschaft und es gibt für die einen oder anderen wirklich eine Konnexion, die sich geben wird, weil Single, Jungfrau aus irgendeiner Art und Weise schon einen Menschen, eine Energie an sich zieht, bewusst und unbewusster Natur. Für die, die in einer Verbindung seid, ja, egal ob Dreieckskiste, egal ob feste Partnerschaft, egal ob verheiratet, wenn du in der Liebe, Jungfrau, in der Verbindung mit einem Menschen stehst, ja, haben wir für einige von euch, die ihr in einem totalen Vertrauen seid, einige von euch habt ihr eine total super harmonische Beziehung, wo alles rund läuft, herzlichen Glückwunsch, ja. Wir haben aber auch die Energien von Jungfrau, wo es viele Gedankenkarusselle gibt, viel Zerrissenheiten, ja, viele mentalistische Sachen. Das heißt, man ist sich nicht wirklich stimmig. Soll ich nicht mit meinem Partner reden? Soll ich diese Dreiecksaffäre wirklich aufrechterhalten? Soll ich einen Schritt auf diesen Menschen zugehen? Wie kann ich die Situation klären? Also viele Gedankenkarusselle, wo wir natürlich auch eine Maske, eine Schutzhaltung haben von einigen Jungfrauen, die einfach sich nicht trauen, vielleicht ihre Gefühle zu äußern, weil sie viele Zurückweisungen erlebt haben. Andere Jungfrauen trauen sich nicht, mit der Wahrheit zu sprechen, weil sie einfach Angst vor ihrem Gegenüber haben, auf die Reaktion, weil die auch dort schon viele negative Erfahrungen gemacht haben. Andere Jungfrauen ziehen sich einfach zurück und halten eine Maske aufrecht der Gleichgültigkeit, weil sie einfach nicht mehr verletzt werden wollen. Also wir haben hier in den Partnerschaften Dreieckskisten Verbindung zu einem Menschen. Einige Jungfrauen, die perfekt laufen, ja, aber andere bedürfen einfach noch ein bisschen Vertrauen, um wieder in ihre Sicherheit zu kommen, um aus diesen Lügengespann vielleicht, wo sie sich haben involvieren lassen, aber auch in dieser Dreieckskiste einfach wieder mal ein bisschen Fuß fassen zu dürfen, damit der Erfolg, die Liebe, alles angezogen werden darf. Aber viele von euch seid ihr einfach durch diesen Entwicklungsprozess auch in der Liebe ein bisschen gehemmt. Das kann natürlich wieder Konflikte auslösen in der Partnerschaft, in der Dreieckskiste, in der Seelenkonnexion. Ja? Bleib einfach am Ball, Jungfrau. Gehe deinen internen Prozess an. Die Liebe ist da. Die Liebe wird triumphieren, egal wie lange du diesen Prozess aufschiebst. Ja? Geh ihn an, auch wenn du zerrissen bist in der Liebe, auch wenn du eine Entscheidung treffen darfst. Es ist wichtig, dass du es dir anschaust, weil die Liebe ist in deinem Leben. Du bist Liebe, Jungfrau. Du strahlst Liebe aus und du ziehst die Liebe an, auch auf Umwegen, aber du bist in der Liebe, bewusst und unbewusster Natur. Also bleibe weiter am Ball und du wirst sehen, dass sich alles finden wird. Okay, die geistige Welt konspiriert auf deiner Seite.
Wow, Jungfrau, ich wünsche euch alles Liebe zum Geburtstag, nochmal erwähnt, nachträglich und schon mal, sobald die Zeit reif ist vor eurem Geburtstag. Jungfrau, lasst euch nicht stressen von nichts und niemandem, schon mal gar nicht von euch selber. Alles kommt genau so, wie es richtig ist, ja. Genieße die Transformation, schiebe nicht lange alles auf die lange Bahn, schaue es dir an, aber genieße diese Reise, genieße diesen Prozess, weil der ist in erster Linie wichtig für dich, für niemand anderen. Erst du, 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 du und dann kommen erst alle anderen. Egal, wie viel Druck wir machen, okay, die geistige Welt konspiriert absolut auf deiner Seite, Jungfrau. Lass dir also Zeit mit all deinen Entscheidungen, mit all deinen Handlungen, weil dann wirst du auf den richtigen Weg geführt. Jungfrau, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Weil deine Intuition, Jungfrau, wird dich immer zu mir führen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Zu Alaina Tarot, als auch zu Alaina Spirituals Live. Okay? Wenn ihr schon mal dabei seid, auch an alle Crotchwatcher, liken könnt ihr gerne machen, okay? Damit wir weiter wachsen können. Damit auch die Energien uns erreichen, die noch nicht in Resonanz sind. Um einfach auch in diese Leichtigkeit zu kommen und zu schauen, es gibt da viel mehr, wie als dass die Augen nur sehen. Okay, Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Denkt dran, Alaina Spirituals Live und Alaina Tarot. Liken, teilen, abonnieren. Ganz, ganz lieben Dank von mir. Und schaltet auch rein, sonntags immer in unsere Live-Chats, 19 Uhr. Ihr seid alle herzlich willkommen. Respektvoller, liebevoller Umgang miteinander, untereinander. Und das ist das, was uns auszeichnet, sowohl bei Alaina Tarot als auch bei Alaina Spirituals Live. Leute, ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns, Jungfrau. Bis dahin, bye.